Schere, Stein, Papier ist ein schnelles Action-Kartenspiel basierend auf den allseits bekannten Schere, Stein, Papier. Es ist spielbar für 2 bis 6 Personen und eine Spielrunde dauert in etwa 10 Minuten. Das Ziel ist es, passende Symbole der gleichen Farbe zu erkennen, um so das richtige Handzeichen zu zeigen. Schere, Stein und Papier. Die Vorderseite jeder Karte bildet alle 3 Symbole ab, diese allerdings in jeweils anderen Farben. Die Rückseite der Karten zeigt jeweils nur 1 Symbol an und dieses Symbol ist in einer Farbe zu sehen. Die Karten werden mit der Rückseite nach oben gut durchmischt und anschließend in die Tischmitte gelegt. Hierbei wieder darauf achten, dass sich die Rückseite oben befindet. Der älteste Spieler beginnt und dreht nun die oberste Karte um und legt diese so neben den Stapel, dass alle Spieler sie gut sehen können. Die aufgedeckte Karte zeigt nun alle 3 Symbole in 3 verschiedenen Farben an. Zur selben Zeit wird nun die Rückseite der nächsten Karte am Ablagestapel sichtbar. Diese zeigt 1 Symbol in einer Farbe an. Alle Spieler versuchen jetzt zu erkennen, welche beiden Symbole die gleiche Farbe haben. Der erste Spieler, der erkennt, welches der beiden gleichfarbigen Symbole das schlagende Symbol ist, formt diese mit seiner Hand und zeigt das Handzeichen schnell auf der umgedrehten Karte. In diesem Fall ist es das Papier. Stein schlägt Schere, Schere schlägt Papier und Papier schlägt Stein. Sollte es einen Doppeltreffer geben, das heißt, es liegen 2 gleiche Symbole in der gleichen Farbe, so gewinnt der Spieler, der als erstes in die Hände klatscht. Der Spieler, der den Zug gewinnt, nimmt die Karte zu sich und legt sie auf seinen eigenen Ablagestapel. Dieser Spieler beginnt dann mit der nächsten Runde. Das Spiel endet, sobald nur noch eine Karte am Stapel liegt. Der Spieler mit den meisten Karten auf seinen eigenen Ablagestapel gewinnt.